in their tongue is Dovahkiin. Dragonborn. Yo, magst du das? Oi. Alter, magst du Profi? Nope. Junge! Ich merke das nicht, dass man Topspin nochmal drücken muss. Ich merke es mir nicht. Ich weiß nicht warum, ich bin so dumm. Nein! Dann drücke ich wieder nicht. Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zum weiteren Part Mario Golf Super Rush. Im letzten Part, Max, bist du wieder müde? Spaß. Im letzten Part haben wir das Bronzeabzeichen bekommen und heute müssen wir Meister Stinger besuchen. Wer ist das denn? Oh, sieht smooth aus. Da gibt es wieder Challenges, okay? Schmeckt. Ganz viele sogar. Huch, war der Baum hätte die ganze Zeit schon da? Hm, sowas stört mich doch beim Zielen. Aus Bergablage geschlagene Bälle fliegen tiefer als sonst. Das bedeutet, dass man auf den Hindernissen wie Bäume ganz besonders achten muss. Und Max steht dahin wie so ein Lost-Knecht. Komplett Lost. Super Backspin ist total cool. Ich hatte mit meinem Ball hinter das Loch geschlagen und dann ist er bis ins Loch gerollt. Was ich damit noch alles möglich ist, ich habe so ein Gefühl, dass mir mit Super Backspin noch der absolute Traumschlag gelingen wird. Das ist echt cool, das kann man verwenden. Weite Drives sind nicht so mein Ding, aber wenn ich der Ball Topspin gebe, rollt er noch ein ganzes Stück. So komme ich dann doch noch auf die gute Gesamtweite. Okay, mit Topspin funktioniert das alles klar. Ich habe mich damals im Part gefragt, hey, wie funktioniert das? Wie kann man so weit schlagen? Jetzt weiß ich es ja. Ich Annäherungsversuche hat er. Alles klar. Was hast du? Abschlagherausforderung. Schauen wir aber erstmal zum Meister stehen. Jetzt können wir alles danach machen. Weißt du um die unheimliche Macht der Energie? Natürlich nicht. Wie sollst du auch? Das ist genauso wie der andere Knecht da, den wir schon gesehen haben, der Meister Lupfer. Aber mit mir als Lehrmeister können dir die Energie zunutze machen, so viel kann ich spüren. So komm denn und lass dich von mir instruieren. Alles klar. Da werden wir, spitzt die Ohren, denn es ist alles von ungeheurer Bedeutung, was ich zu dir sage. Zum Beispiel dies, der erste Schein der Dinge trügt. Was ist gar nicht so nass, wie du vielleicht denkst. Nehmen an, der Ball muss eine Wasserfläche überqueren, doch ein starker Wind lässt das Unterfangen fast unmöglich scheinen. Dann lass dir sagen, absolut unmöglich ist gar nichts. Ein flacher geschlagener Ball kann nämlich auf dem Wasser aufs und darüber hüpfen. Ich lese Zweifel in deinem Gesicht, doch es ist in der Tat so, der Schlag muss nur gering genug sein. So ist bezeichnet man selbstverständlich als Stinger. Stinger, ja, das heißt der Meister Stinger. Bruder mal das... Was dann, Lupfer? Egal. Wurde doch mal gleich aus. Versuch zehnmal einen der Zielbereiche auf jeden Insel zu treffen. Hier nehmen dafür meinen Schläger. Du hast einen grünen Panzer Holz 3 ausgeliehen. Ja. Hüpft nice. Gut. Oh crap. War Topspin draufhauen müssen oder geht das so auch? Geht's auch, okay, easy. Aber heftig. Gut. Ja, noch nicht. Er muss noch kurz blasen. Danach dann. Jetzt, hau rauf, Max. Schnell. Schönes Ding. Liegt aber noch drauf, okay. Fast abgekurvt. Die erste Prüfung ist bestanden. Somit solltest du in der Lage sein, die Energie zu nutzen, die Zweifelszone bereits in dir brodelt. Yes, Sir. Komische Golfenergie ist wie ein Sparschwein. Sie verlangt nach Münzen, sonst kann sie den Zweck nicht erfüllen. Erst sammel Münzen, bis du genug Energie hast, um einen mächtigen Spezialschlag zu entfesseln und dann trifft damit jeden Felsen dort. In der Tongue ist Dovahkiin. Dragonborn. Yo, magst du das? Oi. Alter, magst du Profi? 500 Münzen kommen dafür.
Heftig. Max der Pro. Buschen wir mal Kontrollen ein bisschen. Cool, jetzt haben wir einen Special-Schlag und wir wissen, dass der Ball übers Wasser hüpft. Überrascht der Erfolg mich nicht. Finde ich witzig. Selbst unerwartet das sehe ich mit absoluter Klarheit voraus. Nicht, dass der Erfolg unerwartet war, das auf keinen Fall. Doch, eigentlich schon. Wie dem auch sei, nützt die Energie, um Bälle weit fliegen zu lassen und präziser zu platzieren. Ah, da fällt mir noch was ein. Drücke bei voller Agilität ist der L, um einen Spezialschlag auszuführen. Fast hätte ich es vergessen, dieses Teil von immer in immenser Bedeutung zu erwähnen. Du kannst Spezialschläge spielen. Ui, das ist heftig. Eins noch. Ich möchte dir meinen Schläger schenken. Oh, danke. Möge dir beim Meditieren dienen. Oder schlag dir einfach Bälle damit. Du darfst das grüne Panzerholz 3 behalten. Ehrenmann. Hier in die Künste des Kosmos. Dichte Lehrte. Möge in der Scores Ast 3 und Ast 3 sein. Wir können schon nach Dünenwelle reisen. Wie gesagt, wir schließen erstmal diese Welt hier ab und machen diese paar Challenges noch von diesen Knechten. Fangen wir hier an. Ja, Annäherung noch weiter rollen zu lassen. Topspin, ein gutes Mittel. Hast du es ein paar Lektionen zu Topspin? Ja, gut, mach mal. Er sieht das Grün nach hinten an. Wenn Topspin, dann rollt er weiter. Ja, das befindet sich im Hinterbereich des Grüns. Der schlägt auf. Und dann rollt er noch weiter. Das siehst du ja auch, ne? Ich lese einfach einen Scheiß vor, weil ich keinen Bock dazu. Ja, weiß ich. Machen wir noch ein paar Challenges hier. Brauche ich da Topspin? Ui, das war dumm. Alles klar, ich habe mich nicht getraut, mehr zu schlagen. Ui, das war dumm. Schöner Schlag. War es zu viel? Ja. Junge, das ist voll schwer. So, dann Topspin. Noch nicht so viel, Junge. Warum kriege ich eigentlich keine Punkte? By the way. Schöner Schlag. Hä? Warte mal. Jo, einfach komplett abgekurvt. Ja, wo holt er den hin? Nicht geschafft. Hä? Also die. Hä? Bin ich dumm? The next morning. Schöner Schlag. Ach so, nein, warte mal. Ich weiß mal, man muss nämlich oben drücken. Are you sure? Oder? Hä? Nicht gerade so lost. Hä? Ich bin. Hä? Warte mal. Lol, hä? Und das muss man fleißig üben. Ja, Junge, ich weiß nicht, wie das geht. Ah, okay, ja. Ich habe keine Punkte bekommen, weil das. Ja, ich habe keine Punkte bekommen, weil das der falsche war. Ich hätte einen Topspin draufhauen müssen. Das ist ein Topspin. Und trotzdem war kackig. Junge. Verschissen. Das ist gar nicht leicht. Man muss sich da so Kombinationen einbringen. Das ist. Not easy. Gerade noch gerettet. Hm.
Nope. Junge! Ich merke das nicht, dass man Topspin nochmal drücken muss. Ich merke es mir nicht. Ich weiß nicht warum, ich bin zu dumm. Double drück. Yes. Das war wieder zu viel, oder? Bleib doch stehen, Junge! Ein paar Sekunden später. Nein! Dann drücke ich wieder nicht. Zweiter Tag. Dazu muss ich glaube ich nichts sagen. Dritter Tag. Schöner Schlag. Hau raus, Max! Yes! Saal rücken, yes! Jetzt haut er rein! Yes! Max der Pro! Boing, boing, boing! Junge! Warum rollt er jetzt nicht so weit davor schon? Mach leck mich. Vierter Tag. Okay, plus 8. Nehme ich. War zu weit wieder. Junge! Der Schläger kann doch gar nichts. So viel später, dass es dem alten Erzähler zu blöd wurde und man einen neuen anstellen musste. Mach mal gut Shop, Max. Pfosten. Yes. Komm jetzt gönnen. Schöner Schlag. Das hat immer so ein bisschen Glück. Schöner Schlag. Gönn. Ja. Boah, das war ein Krampf. Aber anders. Schön, dass du geschafft hast. Da geht doch mehr. Machen wir einfach weiter, ne? Immer weiß ich üben. Ganz ehrlich nicht, ne? So, da kommt jetzt noch Backspin. Mhm. Ah ja. Wenn sich ein Loch im Hinterende des Grün befindet, dann bestimmt die Gefahr, dass Ball weiter den Grün herunterrollt. Viele Grüns haben einen Aufwärts gefällt, der Ball rollt immer in den Loch hinter der Blöbe. Deshalb musst du den Ball wieder nach hochschlagen. Wir haben die Wolfwatch wieder, bla bla bla. Zweimal für einen Topspin. Einmal für einen Backspin und zweimal für einen Super Backspin. Okay. Ist okay. Schön. Zack. Drauf damit. Ui. Das ist einfacher. Das andere Scheiß. Hätte mich getrollt, wäre das jetzt ein ernsthaftes Match. Liegt genau drauf. So, 2 Münzen noch abgeräumt. Schön. Wenn die alle so kurz sind, können wir die alle noch in diesen Part quetschen. Sehr cool, dann können wir nächsten Part schon mit dem nächsten anfangen. Sieht so gut aus, er fällt ein bisschen zu leicht. Mach den Meister, Bro. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gibt's noch, okay. Lektion zu Schlägen gegen den Wind, okay. Anwendungsschlägen gegen den Wind. Ich stecke an, sie wäre auf 10 möglichst viele Boden zu besammeln. Ja, okay. Tja, also nur Kurve. Okay, ja. Geht besser. Zum Beispiel so. Hm?
Okay, das war dumm. Am Anfang nichts machen. Ja, warum verscheiße ich denn jetzt schon wieder so? Hä? Ist doch gerade gegangen mit der gleichen Stärke. Willst du mich verarschen? Naja, so schön war das nicht. So, hau drauf. Schönes Ding. Jetzt mal 10. Nur 2, reicht das? Ja, gerade noch für die 8. Man muss dann schauen, dass das ein bisschen so ist, ne? Und 3 mal nach oben. Nochmal. Und draufheizen, ja. Schön 10 Punkte abgegriffen. Warum muss man da so viele Schläge machen? Das weiß man nach einem 5. Schlag auch schon, oder? Ah, war zu kurz, gell? Okay, es hängt alles von diesem Schlag ab. Ich muss es schaffen. Ist das so? Mies. Schönes Ding. Jetzt haben wir 200 Münzen. Tsching, hör mit. Nein. Was nehmen wir? Dann haben wir die Kraft. Das passt schon. Push mal ein bisschen die Kraft. Du hast geschafft, du kannst noch mehr machen, ne? Dann machst du mal weiter. Schlägen mit Zeitwind. Griff erst im Wind, du musst einfach nur schlagen. Schön gerade probiert. Okay. Oh, das war dumm, okay. Also nochmal. Der Wind kommt ja von der anderen Seite. Warum schlage ich trotzdem in die Richtung? So muss man machen. Genau. Bisschen ausrichten. Ja, genau so. Hat da ein bisschen zu fest. Oder? Ja, ein bisschen. Ungenau. Und nicht sinnvoll. Okay. Noch die 8 Punkte gerade geholt. So, ich glaube, es ist ein bisschen übertrieben, dass man da so viele Schläge machen muss. Bisschen weniger jetzt auch, hätte es auch getan. Ja. Man weiß ja nach ein paar Schlägen auch schon, wie man schlagen muss mal. Obwohl. Das ist ein bisschen close. Okay, ja. Noch einen Punkt, dann haben wir die Vorgabe. Okay, ist aber der letzte Schlag schon, wir müssen uns noch treffen, gell? Nicht verkacken, bitte. Muss ich dazu noch irgendwas sagen? Ich denke nicht. Junge, warum denn? Ich mach einmal falsch und dann direkt verschissen, oder was? Oder man kann auch nach links drüben machen. Alles klar. Man braucht nicht mal Backspin draufpacken. Lül. Da braucht man überhaupt den Spin? Nee, eigentlich nicht. Okay, die Übung ist einfach komplett trash. Man braucht es halt nicht mal. Die Hälfte haben wir schon. Man muss auf da unten draufheizen. Das war's dann auch schon.
Bam. Bisschen kürzer noch. Ungefähr da. Zack. Joa. Ist aber eigentlich nicht schwer, das Ding. Ich habe halt vorhin da aus Prinzip verkackt. Aus Gründen, die ich nicht angeben möchte. Zack und fertig. 300 Coins nochmal. Schön. So, wir haben fast 10.000 Münzen, da können wir jetzt in der nächsten Welt noch was kaufen. Sehr schön, aber wir üben noch weiter. Und ich kann fliegende Bälle weiter tragen. Was du vielleicht glaubst, die wär's mir da nicht zu schlägen mit Rückwind. Und immer mal die anderen Schläge, blablabla. Also man muss einfach nach oben drücken, glaube ich, oder? Und nach hinten, ne. Einfach mal, oder? Ja. Bisschen weniger. Bam! Und plus 10. Bam. Holen wir jetzt auch ab. Zack. Oh, ne, gerade noch 9. Das war schon close. Bisschen weniger. Genau so. Ja, fast im Loch drin. Das sind noch rausgeglitscht, das ist ein bisschen weird, aber egal. So. Ich speed das Ganze ein bisschen für euch ab, weil. Ja. Dann halt nicht. Soll jetzt trotzdem ausgehen, wenn ich jetzt noch treffe. Weh, ich verkack das jetzt. Soll ich aber ausgehen. Ja. Ja, oh, yeah. 300 Münzen. 7.900. Ja, du kannst das aber eben noch weiter. Das war noch richtig schlecht. So, wie gesagt, diese drei Typen schauen wir uns im nächsten Part noch an. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und ja, das nächste Bild werde ich jetzt gerade im Screen eingeblendet. Also drückt drauf, wenn ihr es sehen wollt. Ansonsten könnt ihr auch noch, wenn es noch nicht da ist, gerne noch das empfohlene Video schauen. Und ein Like und ein Abo da lassen, würde mich sehr freuen. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann und ciao.